Moin, herzlich willkommen zurück hier am Samstag, am großen Premiere-Tag von Plötzlich Pharma. Heute 15.30 Uhr, einschalten nicht vergessen. Geklickt, gleich eine Erinnerung programmieren oder so. Und ja, wir sind immer noch dabei, Feld 35 hier zu ernten. Und ich mache drei Vorgewände und dann stelle ich einen Helfer ein, der sich hier dann um die Ernte kümmern kann. Dann kann ich nämlich schon anfangen, Ballen zu pressen parallel. Ich möchte gerne drei Vorgewände fertig haben, wo ich dann hier gleich einen Helfer einstelle. Weil es sich dann auch eigentlich schon fast nicht mehr lohnt, wenn ich hier sehe, wie viel ich jetzt schon vom Feld weggeholt habe. Wenn ich hier drei Vorgewände fertig habe, dann dauert das noch 5 Minuten, dann ist der Rest des Feldes auch weg. Also vielleicht lasse ich das dann auch mit dem Helfer. Weil ich, dass wir hier eine vernünftige Arbeitsbreite haben am Drescher. Geht das nicht hier eigentlich? Guckt euch das an. Der wird auf einmal klitzeklein. Trotzdem kann ich es ja mal ausprobieren, wie das dann mit Helfer funktioniert. Ich habe hier einen normalen Helfer noch gar nicht eingestellt, meine ich. Nur Cosplay bisher. Wenn ich denn mal was automatisiert habe. Das ist ja auch immer so eine Sache. Die Felder sind hier nicht unbedingt helferfreundlich, was ja auch okay ist. In echt sind sie das auch nicht. Aber in echt haben die Helfer auch ein bisschen was in der Birne. Fahren wir direkt mal zum Abtanken. Und dann probieren wir es mal aus mit dem Helfer. Und dann muss ich mal überlegen, was ich mit dem Hafer mache. Das war doch irgendwie so nett, das passt genau da rein. Irgendwie zwei Korntanks hiervon sind einmal der Anhänger voll oder so. War das nicht irgendwie so? Was machst du, Mann? Helfer läuft. Ja, 99%, ja, das passt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe natürlich kein Silo, wo ich das speichern kann. Brauche auch eigentlich kein Silo. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn hier für Hafer? Landhandel. Landhandel ist. Okay. Heißt also, ich muss eigentlich erstmal Richtung Shop. Ah, das macht er aber gut. Der tatsächlich gut. Dann fahren wir doch mal Richtung Shop.
Ich komme hier kaum hoch mit meinem. Das schiebt aber ganz schön. Da sind wir da auch schon. Wie komme ich da hin? Hier? Ist hier die Einfahrt? Hier, ja. Ja, achso, okay. Ist hier über die Waage. Das ist das Gesamtgewicht. Naja, 27.000 Einnahmen. Einmal zurückwiegen. Hier, Schafe. Und sagt Schweine. Ja, bei uns an der Küste sagt man noch Pullover-Schweine dazu. Aber wir sind ja nicht an der Küste, wir sind ja am Tegernsee.
Also, einmal hier rum. Ah, ist er fertig. Da hinten steht er. Ja, ist doch super. Fertig ist, ist er fertig. Super. Abgeerntet. Hallo. Das war doch gut, die erste Hafer-Ernte. Der kann auch noch mal wieder runter, den Rest verkaufen, was sollen wir damit? Aber mache ich gleich per Cosplay und schicke den zum Händler und fahre dann vom Händler eben das kurze Stück zurück. Das ist ja viel einfacher jetzt und ich kann nämlich schon anfangen zu pressen. Und da ist wieder ein Grasballen raus. Was soll ich denn mit dem Grasballen? Mann, Mann, Mann. Ja, ich wollte hier ja gar nicht anfangen. Ich wollte hier anfangen. Grasballen raus. Na, jetzt passiert genau das, was ich nicht wollte. Und selbst im Weg stehen.
So, liebe Leute, auch diese Folge ist vorbei. 10 Uhr kommt noch die nordfriesische Marsch und um 15.30 Uhr kommt dann die erste Folge, die große Premiere, Plötzlich Farmer. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Ihr könnt auch bei Mario Hirschfeld reingucken, aus seiner Perspektive, oder bei Mario D. Links findet ihr dann in der Videobeschreibung von meiner Folge. Und ja, ich hoffe, ihr habt da dann genauso viel Spaß dran, wie wir dran hatten beim Aufnehmen. In diesem Sinn, ich bedanke mich bei euch und sage ciao.